Hallo und herzlich willkommen zu Quake Remaster. Diesmal mit einer Raytracing-Mod. Kann sein, dass die ein bisschen fehlerhaft ist, aber ich habe es einfach mal installiert. Man sieht es ja auch hier schon so ein bisschen Raytracing. Ist, glaube ich, kein echtes Raytracing wie bei Quake 2. Aber es sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus. Hier und da gibt es kleine Farbschwierigkeiten, habe ich festgestellt. Aber das ist nicht schlimm. Es ist immer noch ein gutes Spiel und da gerade Quake 2 Remaster rausgekommen ist, wollte ich einfach mal den ersten nochmal zocken, weil den zweiten habe ich auch, da ich das Original habe, konnte ich das irgendwie upgraden. Ja, damals habe ich, 96 war das, glaube ich, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, habe ich das aus Österreich bestellt, weil in Deutschland war es schwierig, ist kurz nach Release, glaube ich, sogar schon auf den Index gekommen. Damals verständlich, weil die ersten 3D-Figuren bei einem Shooter und ja, manchmal fliegen Köpfe oder so, oder es splattert ein wenig. Aber heutzutage nicht mehr so schlimm, würde ich sagen. Was? Wer gurgelt? Ach da. Ja, da sah man schon die hübscheren Lichteffekte. Ob das hier so sein soll, weiß ich nicht. Aber ich kann das ja mal eben kurz umschalten. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Taste gibt. Aber ich mach's mal so, hier, Raytrace und Classic. Ja doch, das sieht auch im Original so aus. Man kann hier, warte mal, hier Raytracing, man kann auch noch die Texturen smooth machen, aber ich find's fürs Video einfach so besser, weil Videos sind ja generell schon immer ein bisschen unschärfer, deswegen lasse ich's einfach so. Finde ich eigentlich auch ein bisschen nostalgischer. Ja, die Remaster-Version, wie gesagt, die ist auch mit Multiplayer und hat alle DLCs drin. Aber die N64-Version, wie bei den Quake 2 Remaster, ist halt nicht dabei. Soweit ich weiß. Es gibt aber auch ohne Ende Mods, wie gesagt, das hier. Und auch neue Maps für den Multiplayer. Und ja, es ist eigentlich ganz cool. Es kostet auch nicht viel, ne? So, das war das erste Level schon. Ja, wie gesagt, ich habe das damals geliebt. Da war ich gerade, keine Ahnung, 15 oder so. Das hat schon echt Laune gemacht. In England bzw. Amerika war das Ganze auch ab 15. Stand ja auch auf der Verpackung drauf. Das ist ja da ein bisschen lockerer gesehen. Da geht es ja eher dann, wenn es zu sexuell wird, kommt da schnell mal was auf die 21er-Kategorie. Hier ist das eher nicht so. Aber dafür mit Brutalität war das damals so eine Sache. Heute ist das nicht mehr so ganz so schlimm. Aber gefühlt musste man sich früher jedes zweite Spiel irgendwie aus dem Ausland bestellen, weil es hier nicht verfügbar war. Und hier und da gab es auch Titel, die wirklich auch auf den Index B gekommen sind. Wo es dann natürlich auch illegal war, das Spiel überhaupt zu besitzen. Aber das ist heute bei den Spielen, die früher auf diesen Index waren, glaube ich, auch nicht mehr so. Speziell zum Beispiel Wolfenstein 3D war ja natürlich auch verständlich. Heute zählt das ja dann auch eher zu Kultur. Das heißt Kultur, zu Geschichte und wird nicht mehr so ganz so streng gesehen. Solange es nicht verherrlichend ist, ist alles gut. Sehe ich so. So,
Ah ja, den Schlüssel habe ich schon. Okay, hier ist Shortcut. Ja, ich spiele mit Maus und Tastatur. Ist einfach ein bisschen angenehmer. Weil das automatische Zielen, das ist ein bisschen buggy, finde ich, mit Pad hier. Von daher macht das so schon eher Sinn. Entschuldigung. Oh, ja, den habe ich ganz vergessen. Früher habe ich das tatsächlich auch ohne Maus gespielt, nur mit Tastatur, also ohne hoch und runter gucken und so. Weil früher war man das noch nicht so gewohnt. Ich glaube, das erste war auch Duke Nukem 3D, wo man hoch und runter gucken konnte, aber das war damals irgendwie ein bisschen rudimentär. Man konnte nicht wirklich hoch und runter gucken, es wird einfach nur die Kamera verschoben. Und das war jetzt das erste, wo man sich wirklich mal umgucken konnte, um die Gegner rumlaufen vor allen Dingen. Man konnte Gegner circlen, das ging vorher noch nicht, weil bei Doom, beim Doom 1 war es ja so, dass die Gegner sich mitgedreht haben, wenn man sich, wenn man um die herumgerannt ist. Ja, damals gab es auch eine, es hieß glaube ich sogar, Shareware-Version vom ersten Kapitel. Da konnte man sich runterladen, wenn man damals in der Zeit überhaupt fähiges Internet dafür hatte. Also, wir hatten das nicht. Wir hatten gerade mal, zu der Zeit glaube ich, ja doch, wir hatten schon ISDN. Aber das waren ja dann auch nur 6 bis 7 Kilobyte die Sekunde. Konnte dann zwar noch einen Doppelkanal einschalten, das waren dann 14, 15 Kilobyte, aber der kostete extra. Also pro Minute musste man dann extra zahlen dafür. Da war der Schlüssel, meine ich doch. Jetzt hätte ich alles noch im Kopf von früher. Wo ist mein Granatwerfer? Da. Ja, die Zombies stehen natürlich immer wieder auf, wenn man mit normalen normalen Gewehren drauf schießt. Die müssen schon zerfetzen, die Jungs. Das muss knallen. Okay. Oh, es sind ja noch mehr. Stimmt, normalerweise geht man einen anderen Weg. Dann kommt man hierher. So, was ist das mit Zombies oder kommen noch mehr? Verpiss dich. Ich hab keine Zeit. Bin alt. Ja, hier war ich. Das ist, glaube ich, richtig. Jetzt bin ich wieder an dem Ohr. Jawohl. Die habe ich gehasst früher, weil man die sehr schwierig treffen konnte, wenn man ohne Maus gespielt hat. Okay, jetzt sind gleich wieder Zombies. Ach, da ist schon einer. Mit Raytracing ist dunkel wirklich dunkel. Also sonst hat man früher immer noch was gesehen. Aber ich mache jetzt Brightness nicht hoch, deswegen. Immersiver, würde ich sagen. Die Fresse, Zombie. Ach ja, hier. Irgendeiner will mich. Ganz hart. Spring da hoch. Oh nein. Wo ist er hin? Der Zombie. Ja. Geh mir doch einfach nicht auf den Sack. Danke. So, jetzt nochmal. Hoch. Die Steuerung ist schon ein bisschen klobig. Die ist schlecht gealtert. Ja, noch mehr. Look. So.
So, das gab jetzt auch nur Munition und HP. Hat sich ja gelohnt. Aber... ein Secret mehr auf der Agenda. Ich glaube, mit Pumpgun konnte man die auch zum Zerfetzen bringen. Wer schmeißt denn hier? Da oben! Mal locker! Da sind sogar zwei. Ja, da komme ich bestimmt sowieso gleich hin. Pixelhimmel. Der Gegner besteht auch, glaube ich, nur aus 20 Polygonen oder sowas. Kann man die Dreiecke sogar noch richtig gut erkennen. So, das war Level 2. Das ist Level 2. Wir rennen da einfach mal schnell durch. Oh, stimmt, da war was. Ja, ist ja auch schon 30 Jahre fast her. So. So nämlich. Ah ja. Jetzt weiß ich, welches Level das ist. Da war viel Taucherei. Oh, ich sehe ja gar nichts hier. Ah, zufällig den richtigen Weg erwischt. Sehr schön. Du hältst die Fresse, ja. Lass dich aus. Meine Güte. Sehe überhaupt nichts. Auch gar nicht mitgekriegt, dass ich die neue Waffe gefunden habe. Passt ja alles wieder. Ja, du kommst auch dran, Kollege. Oh nein. Wollte den nicht aktivieren. Egal, da kommt er eh wieder runter. Komm jetzt. Doch keine Zeit. Ja, genau. Da ging die Tür auf. Achso, das ist die Granate. Aufmerksamkeit wie ein Hamster. Und sehe ich auch manchmal so aus. Zack. Komm ich da hoch? Ja, da komme ich hoch. Wieder am Anfang hier. Gibt's hier oben eigentlich noch was? Nö. Nicht wirklich. Okay, müssen, glaube ich, nochmal tauchen, oder? Geht's hier irgendwo weiter? Hier ist irgendwie ein bisschen hell. Ah ja. Und da ist die Waffe leer. Wo ist er? Oben. Da. Und da. Thank you.
Ja, das Spiel haben wir auch auf einigen LAN-Partys gezockt. Ja, glaube ich, zu 8 oder so. Und im Koop konnte man es halt auch durchspielen. Gibt's viel zu selten heutzutage. So, in dem Sinne würde ich sagen, das war die erste Folge von Quake 1 Remastered in der Raytracing-Mod. Macht auf jeden Fall Laune immer noch das Spiel. Ist halt nur etwas schlecht gealtert, aber diverse Mods machen es dann schon ein bisschen besser. Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst einen Daumen da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal mit dem nächsten Spiel. Bis dahin, einen schönen Tag. Euer Shark. Ciao.